So, Hallöchen. Ja, heute sogar eine besondere Folge. Das allererste Mal, wo ich so Executioner spiele mit der erhöhten Dauer des Trails, die er hinterlässt. Und die reduzierten Abklingzeit. Zusätzlich paar Blutpunkte. Meine Güte, deutsche Sprache schwer. Sprache, Verzeihung, Schluck auf. Jut, egal wie grottig die Folge ist, ich lade sie hoch. Weil das mit dem Schocker hat mich schon letztens ein bisschen geärgert. Gab kein Audiosound, das war alles sehr, sehr belastend. So, auf und davon. Was man hier beim Chaos Shuffle tatsächlich machen kann, ist schnell Space Escape drücken. Dann sieht man die Perks ein bisschen frühzeitig und kann man ein bisschen lesen. Es sind ungefähr 3 Sekunden, die man dafür hat, aber es hilft. Man kann sich das schon mal angucken, das Perk, das einen am wenigsten sagt, das kann man gucken. Also Regress-Perks sind größtenteils mit dem Generator drauf. Naja, und die anderen, ja, was, entweder weiß man es oder man weiß es nicht. Wie mein Fall weiß es nicht. Man kann nicht alles wissen. Also man kann es schon wissen, aber da muss man. Ah, okay, Regress Eruption. Okay, gut. Ah, lol, okay. Hab's verstanden. Mache ich hier auch noch mal ein bisschen eine Spur. Schade, den auch nicht bekommen. Judgment Day. Hallo? Die hat halt einfach keinen Bock gehabt, oder wie? Oder hat Hohen Ping? Zack. Den habe ich auch einfach bekommen. First Hit. Sehr gut. Keine Ahnung, warum das jetzt gerade so gut funktioniert, aber ich beschwere mich nicht. Mir gefällt's, mir gefällt's. Jut. Jetzt mache ich hier nochmal eine schöne Verteidigungslinie. Du kriegst nochmal eine reingezwiebelt. Boom, du kriegst auch eine reingezwiebelt. Right Judgment. Dich schicke ich weg. Ah, das habe ich nicht weggeschickt. Ups. Ach, der ist nicht durch das Zeug gelaufen. Deswegen kann ich den nicht wegschicken. Den hänge ich schnell auf. Der ist nach hinten gelaufen. Das war frech hier. Sportsfreund. Da rennen Sie mal. Keine Ahnung, wer das ist, aber dich kann ich ins Reich der Schatten senden. Ja. Oh. Ist sie hinten rumgelaufen? Nee, aber ich trete da trotzdem mal gegen. Also ich habe einen Regress-Perk. Ich glaube, das ist das Perk. Wenn ich gegengetreten habe, wird er gelb, genau. Also das, was ich mache, wenn ich jemanden in Dying State packe. Dann wird er noch mal explodieren. Schade. Genau, jetzt hast du mich geblendet. Hat dir das was gebracht? Ich weiß es nicht. Man muss ein bisschen mal abwarten, Tee trinken, einen Gegner reinprügeln. Da ist der explodiert, das war der Perk. Und. Ah, der hatte Decisive Strike. Okay. Wer war das? Ich hab's vergessen. Ach, nee. Das warst du, aber du hast jetzt keinen Decisive Strike mehr, ne? Schnuggi. Oh. Au, der war gut. Der war gut. Der eine hat eine Taschenlampe. Der geht mir die ganze Zeit auf die Nuss. Oh. Gut, das ist sogar eine sehr stark Survivor-lastige Map, fällt mir gerade ein. Ist da einer angespielt worden? Nein, da mache ich hier übrigens nochmal eine Spur. Eine schöne Schleifspur. Nam, 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 okay. Immer schön durch die Gegend laufen mit so einer Spur. Da ist nichts mehr. Ah, kann man da drin gucken. Also ich will den jetzt ungern nochmal eine reinzwiebeln. Also macht schon unfassbar viel Spaß, Leuten eine reinzuzwiebeln. Das ist ungelogen. Eines mit der besten Momente in diesem Spiel als Killer, wenn du Survivor, der dir auf den Sack geht, eine reinknallen kannst. Ne? Aber ich will jetzt nicht den irgendwie tunneln. Das ist langweilig.
mache ich erstmal Folgendes. Eine schöne Spur legen. Na, hallo, Sportsfreund. Ist sie wieder hinten rumgelaufen? Weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich jemanden in Dying State prügeln. Also das Zeichen links darum heißt einfach, ich brauche keinen Hook mehr tatsächlich. Was ich aber hier mache, damit wenn die runterhüpfen, ein Problem haben. Wenn ich die in Dying State prügel, dann kann ich die, anstatt aufzuhucken, ins Reich der Schatten senden. Dann kommen die in so einen Käfig hoch. Das habe ich mir durchgelesen. Bumm. Jetzt zwiebel ich eine rein. Jut. Ich hoffe, du warst in Dying State. Schade, der eine Gen ist durchgelaufen. Ist die hier durchgelaufen? Wo ist denn die lang gelaufen? Das Luder hier. Oh, schmeckt. Schmeckt. Nach Magie. Ah, der nächste Hook ist leider da. Eigentlich wollte ich den da hinten aufhängen, damit ich gleich den Generator wieder angucken kann. Aber das ist nicht der Fall für diesmal. Jetzt laufe ich hier ein bisschen durch. Bitteschön, viel Spaß damit. Gebt nicht alles auf einmal auf. Das da oben. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich mich ein bisschen mehr fokussieren. Weil jetzt sind dann nur noch wenige Generatoren übrig. So, hier war irgendwer in der Nähe. Da hinten ist sein Generator gewesen. Ich glaube, der ist da durchgelaufen, um den abzuhängen. Nevermind, der hat sich selbst umgebracht. Bleeding. Da ist keiner dran. Wahrscheinlich ist da einer in dem Gebäude drin. Ich muss da mal schauen. Da ist tatsächlich keiner drin. Supplies, Supplies. Dann versuche ich, diese drei Gens zu halten. Einfach mal zu gucken, ob der wer da ist. Da war tatsächlich einer da. Es war einfach ein Wild Guess. Ich laufe mal hier ein bisschen durch die Gegend. Bisschen markieren, Judgment Time. Finden wir fein. Da bist du durchgelaufen. Das gefällt mir doch. Jetzt deckt man dich auch auf. Das gefällt mir noch mehr. Da hat dein Schrei dich verkauft. Und dich schicken wir zum Cage. Hup. Gut, jetzt gucke ich einmal schnell da hinten hin. Da waren einmal Blutspuren. Wo ist der Käfig denn gespawnt? Ich weiß es nicht. Hier ist tatsächlich niemand. Dann muss ich schnell darüber. Okay, da ist er. Habe ich da wen getroffen? Ich weiß es gerade nicht. Habt ihr eine mitgegeben? Da hinten wird da eine geheilt. Das will ich aber nicht. Den Gen möchte ich einmal regressen. Habt sogar schnell Stomps. Denkst du, ich habe dich da nicht gesehen? Blinde Mist. Was? Och Mann, jetzt bin ich da hängen geblieben. Geht das da hoch? Nee, geht tatsächlich nicht hoch. Das wusste ich nicht. Dann mache ich die Palette aber mal weg. Wenn ich Glück habe. Ist sie gerade versucht, ins Basement zu laufen? Laufe ich dir hinterher? Da hättest du einfach geradeaus weiterlaufen durch müssen. Der ist sie. Die nimmt ordentlich Zeit mit. Also das mit dem Laufen und Markieren habe ich noch nicht so drin tatsächlich. Das fällt mir noch ein bisschen schwer. Aber was mir nicht schwer fällt, ist das hier.
Da bin ich gut drin. Nehmen wir mit. Ha! Hat nicht gereicht, Schnuggi. Es hat nicht gereicht. Und zack. Jetzt weiß ich aber, dass du hier in der Nähe warst. Dann mache ich einfach den. Right guess einfach. Den hau ich nochmal gegen. Okay, jetzt habe ich ein Problemchen. Den hängst du ab. Okay. Dann gehe ich da wieder zurück. Prügel dich um. Habe ich dich getroffen? Flashlight Evasion. Geil. Den auch nochmal bekommen. Pick up. Hands up. Hands up. Ich glaube, der hat noch kein einziges Mal gehangen, den ich hier jetzt gerade habe. Tatsächlich. Muss ich mal schauen. Ja. Das ist kritisch. Da muss ich mal schauen, dass ich da. Also. Ah, schade. Ich muss jetzt erstmal hier gegentreten. Regressed. Dann den da gegentreten. Ich konnte nicht zuschlagen. Ah, ist belastend. Ach, der hat das Perk, der das blockiert. Ah, frech bist du, frech. Du schickst mich ja ins Nirvana. Hab sogar einen getroffen damit. Hab eigentlich gehofft, ich treffe beide. Das wäre viel besser geworden. Da ist sie. Schade, ich habe gehofft, dass sie nochmal zurücktritt. Ja, 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 ja. Okay. Den nachgetroffen. Der eine wird mich wahrscheinlich stalken mit einer Taschenlampe. Frech, dabei bin ich doch so schüchtern. Gut. Ah, okay, die ist tot. Execution. 2 von 12. Die spielen jetzt da hinten das Gate, da kann ich nichts gegen machen. Und das heißt für mich GGWP. Ne? Hallöchen, Schnuggi. Na? Den hättest du mir noch geben können, Bitch. Ja, egal, ne? Das ist meine erste Runde gewesen. Ich habe das noch nicht richtig drin, wie man am besten mit dem durch die Gegend läuft, ne? Das ist jetzt ein Bully-Squad gewesen. Richtig schlechter sogar. Eieieiei. Also im Sinne von, weil die alle eine Taschenlampe haben, ne? Alle eine Taschenlampe. Das ist ja... Ja, egal. Was hat der jetzt nochmal gemacht? So. While you unchase this perk activate, Breaking Wall give you haste status. Ah, okay. Okay. Verstanden. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Reingehauen. Tschüss.